So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hearthstone. Beim letzten Mal hatten wir die Gegner rankingmäßig etwas auseinandergenommen gehabt. Und ich würde sagen, 490 Siege sind noch vor uns. Die können wir sicherlich bald in den nächsten paar Wochen und Monaten toppen. Jede Kartenpackung enthält mindestens eine Karte, die selten oder besser ist, aber es können auch mehr darin sein. Ja, man könnte sich jetzt hier in Specs kaufen für 100 Gold, ne? 100 Gold pro Stück, glaube ich. Da wären dann Karten drinne. Aber ich bin mir so unsicher. Unsicher, ob ich es tun soll. Oh, ein Unstein. Ah, ist gut. Ah, ist gut. Das ist wirklich gut. Gnomische Erfindung sieht auch ganz gut aus. Ich würd die gerne behalten. Also, instabiles Portal ist wirklich eine. Habe ich die Mana? Ja, genau. Ich habe die Mana-Münze. Wunderbar. Cool, dass ich immer so lucky bin, die Mana-Münze kriege. Der ist auch 22. Auch ein Murloc. Jetzt habe ich den Namen schon vergessen, wie der Rang heißt. Murloc irgendwas. Er wird mich jetzt mit seinem Dings angreifen, mit seinem zuverlässigen Schuss. Mal klar. Das ist standardmäßig. Würde ich auch machen wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich auch keine andere Karte mehr. So, bei 3 können wir in der nächsten Runde die Dings erholen. Rufen hier die Jägerin der Klingenhauer. Ruft ein Eber herbei. Und dann geht's ab hier mit den 4er Einheiten. Und Flammenstoß haben wir schon mal auf der Hand. Das ist schon mal in Ordnung. Nee, das ist jetzt aber uncool. Das ist jetzt nicht so toll. Das fand ich jetzt aber nicht so sexy, dass du mir da einfach meine Einheit zerstört hast. War nicht nett von dir, Rexa. Muss ich dir gleich mal deine Bestie... Ach nö, lass mal. Mäh. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Jetzt wird er gleich eine Karte rufen, denke ich mal, eine starke Monsterkarte. Eine Dienerkarte. Was sag ich mal, Monsterkarte? Diener sind das doch eigentlich. Ist das dein Ernst, Alter? Kannst du mal richtige Monster rufen, Arsch? Was ist falsch mit dir? Er hat wirklich bisher nur Zauberkarten auf der Hand, um meine Monster zu zerstören. Was ist los mit dem? Der soll sich mal hier... Rexa ist doch ein tapferer Krieger. Was ist los? Warum versteckt er sich so... Alter, gehst du mich auf den Sack? Nee, ist nicht, Kollege. Okay, aber wenn ich jetzt einer wieder reinsetze, dann müsst ihr theoretisch den Angriff wieder verlieren, ne? Ja, wunderbar. Na dann, greife ich mal an, ne? Das ist eine echt böse Karte, ey. 3 Mana und er hat 6 Angriff. Theoretisch, also maximal erreichbar. Das ist nicht nett von dir, hör auf damit. Du bist nicht nett. Er will nicht angreifen, okay. Wenn du das nicht möchtest, das kann ich theoretisch dann auch machen. Ja, gucken wir mal. Ich weiß nicht, vielleicht Flammenstoß zu... Aber 7 Attack Damage. Wenn ich jetzt eine wieder ablegen würde, zwar nicht mehr, aber... Ah, gute Frage, gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage, was ich jetzt tun soll. Wir brauchen... 5 Mana können wir ausgeben. Weil ich einen Flammenstoß eigentlich noch auf seinen Champion machen will. Ja, irgendwie lohnt sich das Ding noch nicht mit dem... Nee, das lohnt sich da auf den erst recht nicht. Ja, dann rufst du noch einen und dann werden wir dich nächste Runde mit einem Flammenstoß killen. Hoffentlich, ja, sein Champion müsste auch noch, sein Sturmwind-Champion, der sollte auch noch was abkriegen. Hoffentlich. Na, ja, er weiß schon, was ich zünden will, wahrscheinlich. Er hat auch 8 Mana und... lass das.
Bringt dir aber nichts. Ja gut, er könnte damit jetzt angreifen, okay. Na, das ist nicht so doof gewesen. Definitiv nicht doof gewesen. Er wird... Ne, doch nicht. Warum kriegt er jetzt eins dazu? Achso, macht der Sturmwind, okay. ...7-1 hat er, okay. Ja, der hat 7-1, weil... Normalerweise hätte er nicht so viel. Lohnt sich das? Eigentlich lohnt sich das gar nicht, oder? Es ist doch das... Ah, fuck! Ah doch, er ist tot. Wir müssen theoretisch... Ne, muss ja gar nicht down sein. Ist schon richtig so. So, und jetzt die Frage, was mache ich? Ich werde... ihn damit zerstören. Mäh! Scheiß Schaf. Er hat nur noch 3 Karten auf der Hand. Also für ihn sieht es ein bisschen bitter aus, wenn er jetzt keine Kartenziehkarten hat. Kartenziehkarten, ha! Ach, fick dich, ey. Warum sage ich denn überhaupt sowas? Was ist denn das für eine kranke Karte? 8-8 für eine 5er? Oh, ich dachte, er will sich jetzt gegenseitig einfrieren. Na gut, dann nicht. Ach stimmt, der hat ja Windzorn. Der hat ja Windzorn. Werf hier erstmal die obersten... Wow. Oh. Der ist irgendwie am Arsch, oder? Also, er verliert ziemlich viele Karten, wobei das eigentlich keinen Unterschied, glaube ich, jetzt gerade macht, weil ich glaube nicht, dass wir zu einem technischen K.O. kommen würden. Also, ich habe gesehen heute im Stream, wenn man keine Karten mehr hat... Ja, okay, ich bin down. Höchstwahrscheinlich. Na. Ja. Ah, heißt... Ah, toll. Wenn ich jetzt keine Dings kriege, keine Karte um ihn... Ne, well played. Gut gespielt. Danke. Diese Runde geht an. Ja, Rexa ist gemein, jedes Mal auf sein Dings raufzugehen. Auf diesem Rang könnt ihr keine Sterne verlieren. Theoretisch hätte ich jetzt auch Karten ziehen können, aber hätte mir auch nicht viel gebracht. Hätte mir nicht wirklich viel gebracht. Whatever. Das Einzige, was ich hätte haben können, selbst wenn, hätte er mich besiegt. Hätte ich einen Flammstoß machen sollen, dann hätte er mich mit seinem Dings besiegt. Mit seiner Heldenfähigkeit. Naja. Na schön. Echt cool, dass ich ihm als zweites noch schon richtig. Finde ich total geil. Ich mag das wirklich. Gegen Garrosh, okay, also wieder sein Schildtypi. Na, gegen den habe ich heute auch im Stream gesehen, also dass der ziemlich, ziemlich heftig sein kann mit seinem Schildschlag und so weiter. Okay. Ich muss erstmal ein Monster aufs Feld bringen. Ich kann hier nicht risky instabiles Portal setzen. Vielleicht kriege ich dann sogar eine Karte, die ich nicht setzen kann, dass ich keine Mana-Kristalle mehr habe. Da muss ich dann... Ja, okay. Okay, er ist Ansturm. Er ist auf Ansturm getrimmt. Super. Hat absolut viel gebracht. Es scheint, als ob wir wirklich auf Ansturm getrimmt. Das hat 2 Einheiten mit Ansturm direkt gleich am Anfang. Wäre ziemlich lucky. Okay. Legt euch nicht mit Zorn aus. Die Macht des Lichts bezwingt euch!
Ich hasse Spott. Ich hasse es. Wie die Pest. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Spüre meinen Stahl. Sabatur, hier erstmal Grüße, ne? Ich vergesse sie irgendwie immer. Müsste direkt am Anfang so ein Overlay geben, wo das dann halt schon dasteht. So macht man das jetzt also, ja? Spott, 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 Spott. Der wird den killen. Ne, den rechten. Na, okay. Na, das sind beide gleichen von den Sets, ja. Das macht keinen Unterschied. Ich hab leider keine Dreierkarten, das ist schade. Keine Dreier? Egal, wenn ich angreife, ich bin down. Ne, bin ich. Doch, bin ich trotzdem down. Achso. Deswegen hatte ich da keinen Totenschädel, weil da noch Spotteinheiten drum waren. Ice und Jeti und ein Feuerball nächste Runde auf die nächste Spottfähigkeit. Ich weiß nicht, mit was der Spott jetzt macht. Was er mit seiner Spotteinheit jetzt macht. 5-2. Hä? Warum? Ach, scheiße. Okay. Permanent oder nur solange er lebt? Ist ja... Ne, dieser Effekt ist, glaube ich, solange wie das Vieh halt lebt. Mal gucken. Ja, immer noch. Okay, ist aber okay. Geht schon. Ah, zwei Karten hat er nur noch. Ihm bleibt wohl gleich nichts mehr anderes mehr übrig, als ihm sich selber Schild zu geben. Er will schon. Arkanitschnitter. Okay, er wird mein Dings töten, mein Eiswind-Jedi. Na, was für ein Zufall, dass die beide getroffen wurden. Er hat ja 5, ne? 5 Damage, okay. Ah, das kriegen wir eigentlich, glaube ich, noch hin. Das sieht ganz gut aus. Wir haben noch ziemlich starke Mana, ziemlich starke Zauber. Wenn er jetzt Feuerball hat, bin ich im Arsch, aber ich glaube nicht, dass er Feuerball hat. Ja, er macht irgendwas gegen mein Eiswind-Jedi. Ich brauche irgendwie mal Heilungskarten, habe ich das Gefühl. Ja, mit Pech habe ich jetzt verloren. Nächste Runde, weil er dann seine Waffe kriegt, komischerweise. Also, wer weiß, also vielleicht ja, vielleicht nein. Mit Luck gewinnen wir, mit Pech haben wir verloren. Wenn er jetzt noch so ein Arkanitschnitter zieht mit 5-2, dann sind wir am Arsch. Na, hast du was? Ich hab noch wirklich, also solange er den Arkanitschnitter nicht zieht oder einen Feuerball, ich glaube, ein Ork hat keinen Feuerball. Können wir ihn sogar nächste Runde schon killen. 6, 13, naja, 19, 20. Ach, das ist so lächerlich, wirklich. Bei 18 Karten noch im Deck, exakt das zu kriegen, das ist wirklich Wahnsinn. Ah, das ist ein Lacker, wirklich. Ist das ein Lacker, ey. Schade.
Schade, schade. Aber solange wir noch keine Sterne verlieren können, ist das in Ordnung. Alles noch zum Training. Ja, das ist... Ey, die Chance war... bei 5%, dass er die Karte zieht. Und er hat sie gezogen. Jaina gegen Anduin. Heiler. Ah, der hat auch einen coolen Kartenrücken. Von was ist das? Also es ist nicht Goblin gegen Gnome, ist irgendwas anderes noch. Das ist irgendwas anderes. Das sieht cool aus hier. Die Pumpen da auf seinem Rücken. Schade, dass ich meine eigenen Kartenrücken nicht sehe. Außer hier halt. Aber naja, will ich auch nicht sehen. Ich will meine Kartenrücken hier sehen. Ja, Leute, mal das Angebot, wenn ihr mich adden wollt, könnt ihr es gerne tun. Dark Hunter, Router 2923. Ab und zu mache ich auch mal Herausforderungen mit anderen Gegnern, aber mit anderen aus der Friendlist, aber nicht allzu oft. Ich glaube, das versteht ihr, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Wenn ich mal in Hearthstone online bin, dann möchte ich aufnehmen. Und nicht unbedingt mich matchen damit mit euch. Wobei ich das natürlich gerne machen würde, wenn ich mehr Zeit hätte. Hat ein Magier? Ne, ich glaube, ein Priester hat keine Waffe. Feuerturm. Ah, genau. Mörderräuber heißen die Dinge. Südmeer-Deckmatrose ist der nächste Rang. Was macht der eigentlich? Bist du fertig jetzt? Kannst du mal die Karte spielen? Er hat immer noch die Mana-Münze auf der Hand. Nächste Runde gibt es unsere Blutelfen-Klerikerin. Ja, komm. Gib auf am besten gleich. Die Blutelfen-Klerikerin. Oh, nö. Lass mein Dings in Ruhe. Heilige Pein. Ach, Menno. Das ist aber nicht in Ordnung von dir. Das ist total unnett von dir. Unnett, was machen die eigentlich hier? Oh, wie süß. Die kleinen Äuglein verschwinden. Ah, Jungle. Ah ja, hier hinten. Und hier schnarchen. Ah, Juri Feuer. Das ist cool, dass man nebenbei noch sowas anderes hat zum Rumspielen, rumplanschen. Wenn der Gegner nie aus dem Arsch kommt... Und weiß ich nicht, was er da an sich rumspielt die ganze Zeit, aber er sollte mal was machen. Das ist doch perfekt. Also ich versuche mich hier immer zu beeilen, dass ich dem Gegner... Oh, ein Regenbogen, geil. Mich zu konzentrieren und dem Gegner... den Gegner... Oh, Juwel. Ein Rubin. Cool, kann das ganze Spielfeld kaputt machen. Gibt bestimmt auch noch Spielerquests dafür. Spielfeld kaputt machen. Ich frage mich, ob. Ich würde sagen, er hat Arcane Intelligenz kopiert. Mal ganz. Nee, er hat eine Viererkarte kopiert, sonst hätte er die 3 jetzt gespielt. So, wir haben 5 Mana. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ich denke, er hat den hier hat er kopiert, den Wasserelementar. Wenn ja, ist das uncool. Ist mein Wasserelementar, du Arsch. Okay, 7-2. Ach du Scheiße. Na, den muss ich ja schnell down kriegen. Ich würde 2 Einheiten verlieren. Ein Mana? Scheiße. Tatsache. 8-2, jetzt verlierst du sogar noch. Nee, wunderbar. Ist doch super. Das passt ja perfekt für uns. Das war ja wirklich gerade recht lucky, die Karte gezogen zu haben. Die Scharfverwandlung, die Verwandlung, Polymorph. Also, auf jeden Fall eine ziemlich mächtige Karte. Ja, Verwandlung vom
Gurubashi Berserker, sonst hätte ich ziemlich viel Damage kassiert. Bist du jetzt langsam fertig, mein Deck zu kopieren, du feiges Stück? Ach so, aus meinem Deck sogar, ne? Da weiß ich ja nicht mal, was er kopiert hat, wirklich. Bam, bam. Und selbst wenn er mich voll quatscht, ich spiele erstmal nach meiner Weise. Wenn ich da gerade Rat brauche, dann gucke ich da auf jeden Fall drauf, aber ich spiele nach meiner Weise. Auch wenn die ganzen Ratschläge nett gemeint sind, finde ich auch wunderbar, dass ihr Leute mir Vorschläge gebt. Gebt mir eine Quest. Aber das klingt dann immer so, du Noob, du hast das jetzt falsch gemacht. Bist du fertig? Well played, Mother. Well played. Gut, wir sind leider keine Stufe aufgestiegen, schade. Haben wieder 10 Gold bekommen. Ach ja, und den Daily Quest, die 40 Gold für die 2 Siege mit dem Magier. Ich weiß, ich mag den Magier eigentlich. Eigentlich würde ich gerne den Magier behalten, weil die anderen Quests, die können wir irgendwie wegmachen, die anderen Quests. Einmal pro Tag. Schaman oder Hexenmeister, Paladin oder Priester. Ich mache mal die Schamane weg. Mit dem Priester würde ich vielleicht gerne mal spielen. Bei Paladin auch, hat auch diesen Silber. Also muss man nur eins von beiden. Seid jetzt langsam mal fertig mit diesem ganzen Scheiß Spiel XYZ? Gibt mir irgendwelche Quests wie Dina oder so kaputt machen. Wobei, wenn ich jetzt eigentlich mit Priester spiele, habe ich doppeltes Win, ist da cool. Aber ich sollte erstmal mit im Solo-Abenteuer den Priester hochbringen. Auf normal natürlich. Naxxramas. Könnte ich sogar theoretisch schon das machen, wa? Aber ich weiß nicht, was denn, wenn ich jetzt wählen drücke. Was? Wie seid ihr in Naxxramas eingedrungen? Jetzt kaufen. Erfordert Archanidenviertel. Wie teuer ist denn das? Archanidenviertel, Belohnung. Geisterhafter Krabbler, Todesröchner, das sind coole Karten. So Todesröchner ist ganz nice, also auch diese Krabbler-mäßig hier, nerubisches Ei habe ich auch oft gesehen. Mexana vernichtet jeden Diener, der von dir... Ah, Alter, krass. 2,8, also wenn du hier noch ordentlich die HP hochpumpst, das ist das Ding ordentlich mächtig. Diener mit Kampfschrei kosten 2 mehr. Okay. Ja, sollte man sich halt so ein Todesröchner-Deck machen. Was, wenn ich jetzt kaufen drücke? 700 Goldmünzen. Stellen Sie sich den tödlichen Bossen des Flügels Archaninenviertel im Solo-Abenteuer. Erkämpfen Sie sich neue Karten aus Naxxramas für Ihre Sammlung. Darunter eine legendäre. Ich würde sagen, wir suchen bis 700. Also wir spielen jetzt bis 700. Was steht hier? Der Betrag wird... Achso, okay. Wenn man jetzt echt Geld kaufen würde. Ganzes Abenteuer. Was steht? Ganzes Abenteuer? Achso, könnte man sich kaufen für 22 Euro. Komplett. Aber lass noch mal. Das spielen wir uns frei. Ist kein Ding. Aber gut, Leute. Ich würde sagen... Ah, wir müssen auf jeden Fall den Priester hochleveln, weil ich Karten von ihm brauche. Ich habe ja nun bisher immer noch dieses Anfangsdeck, also ohne Basis. Ne, ich habe noch nicht Naxxramas. Also ich habe die Helden schon freigeschaltet, aber mehr auch nicht. Um dahin zu kommen. Wir brauchen auf jeden Fall einen. Wo haben wir es denn? Hier, das da. Wo haben wir den denn? Priester, da. Die ganzen anderen Karten. Göttlicher Wille haben wir gerade gesehen gehabt. Ne? Göttlicher Wille hat irgendwie 2 Schaden gemacht gehabt für einen Mana. Und da müssen wir auf jeden Fall mal hochkommen mit dem. Muss ich ein bisschen leveln jetzt, weil ich möchte wirklich gerne die Quest mit dem fertig machen. Die bringen 80 Gold insgesamt, wenn ich 2 Siege mit dem habe. Und ich würde sagen, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Hearthstone. Ein echt richtig geiles Spiel, macht wirklich krass süchtig. Ich schaue mir auch wirklich gerne Streams davon an. Und zum Lernen sind auf jeden Fall die Streams auch hilfreich. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.